Falls ihr euch, so wie ich auch, berechtigterweise fragt, ob es auf diesem Kanal jemals nochmal andere Videos außer Hauls von neuen Vogelspinnen geben wird, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht. Ja, hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück hier auf diesem Kanal zu einem neuen Haul-Video. Denn wie ihr unschwer erkennen könnt, war ich schon wieder bei der werten Claudia im Zuhaus W&S und habe eingekauft. Natürlich möchte ich euch unsere neuen Mitbewohner direkt mal vorstellen. Ich würde sagen, die Kleinsten in der Runde machen den Anfang, denn in diesen Filmröhrchen hier ist tatsächlich noch etwas anderes drin, außer diese wild umherspringenden Fruchtfliegen. Nämlich eine Spinne, die momentan sehr beliebt und sehr gefragt ist. Und auch ich war schon länger, wie viele andere auch, auf der Suche nach Tieren dieser Art. Es handelt sich um Phidibus. Springspinnen. Ich wusste jetzt nicht, ob Phidibusse der Plural ist, wahrscheinlich nicht, aber es klingt lustig. Und Claudia hat zum Anfang des Monats, wie sich das gehört, ihre Stocklist aktualisiert und auf der erblickte ich dann die Phidibus Spec Ometepe hier. Und ihr glaubt nicht, wie schnell ich ihr geschrieben habe, dass ich welche brauche. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie geschrieben, um direkt sicherzugehen, dass ich welche bekomme. Und wie ihr sehen könnt, habe ich direkt 5 Stück genommen. Warum habe ich 5 Stück genommen? Erstens sind die kleinen, ihr werdet das gleich sehen, furze winzig. Also sie sind wirklich noch super mini und dementsprechend sehr empfindlich. Das heißt, ich befürchte, den einen oder anderen Ausfall verzeichnen zu müssen. Ich werde natürlich mein Bestmöglichstes tun, um alle durchzubringen und hoffe auf das Beste. Aber ihr kennt das, man steckt da nicht immer drin. Und mit 5 Stück ist natürlich meine Chance größer, beide Geschlechter dabei zu haben, worüber ich mich sehr freuen würde. Die Kleinen sind noch recht unscheinbar, aber jetzt schon mega niedlich. Ich zeige sie euch mal eben. Also sie sind wirklich super winzig, dass daneben dran ist eine Fruchtfliege. Und ihr wisst, wie klein Fruchtfliegen sind. Also ja, das ist noch nicht mal ein Stecknadelkopf. Aber ich freue mich mega, sie groß zu ziehen und dass ich endlich noch welche habe. Ich habe noch eine Springspinne, die ist mittlerweile schon relativ groß. Die kennt ihr noch gar nicht. Stelle ich euch demnächst mal vor, wenn sie in ihr Endterrarium zieht. Wir machen der Größe nachgeordnet weiter und kommen zu diesen 3 kleinen Röhrchen. Und hier ist eine Art drin, die ich bisher noch nicht hatte. Und ich habe mich lange davor gedrückt, sie mir zu holen. Ich fand sie von Anfang an wunderschön, aber sie gelten halt als wirklich sehr, sehr ungenießbar vom Temperament her. Und daher habe ich immer einen Bogen drum gemacht. Jetzt ist es soweit. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich habe mir 3 kleine Peterinochilus murinus RCF bei Claudia mitgenommen. Die kleinen Monster gehören jetzt hier zur Familie. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wie gesagt, ich fand sie von Anfang an wunderschön. Wunderschöne Farbe als Adult. Das ist hier gerade die RCF, die rote Form. Und da ich ja doch mittlerweile zu vielen Leuten im Hobby Kontakt habe, haben einige von euch mich darin bestärkt. Wenn sie dir so gut gefallen, hol sie dir doch. So schlimm sind sie nicht. Man muss nur mit ihnen umzugehen wissen. Das kriegst du hin. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich habe 3 kleine Monsterchen mitgenommen. Ich zeige sie euch mal. Ich werde die gleich noch umsetzen, denn ich finde, die sind etwas aus der Röhre rausgewachsen. Ich hatte jetzt nur noch nichts vorbereitet, da ich nicht genau wusste, wie groß sie sind. Aber das mache ich gleich noch und dann können die umziehen. Wird bestimmt auch sehr interessant. Und ich finde es toll, dass sie in dieser kleinen Größe schon diese wunderschöne Farbe haben und freue mich drauf, dann später dieses wundervoll orangene Monster mein eigen nennen zu dürfen. Abschließend also das größte Tier aus meinem heutigen Einkauf. Die kleine Dame sitzt schon die ganze Zeit hier vorne. Vielleicht kann der ein oder andere es auf die Entfernung erkennen oder zumindest erahnen. Es handelt sich um eine Poecilotheria Spec Lowland, um ein bestimmtes Weibchen. Ich besitze tatsächlich ein Tier der Art in ähnlicher Größe, allerdings immer noch unbestimmt, da mir der kleine Saftarsch einfach keine vernünftige Haut herausrücken möchte. Und deshalb konnte ich es mir nicht nehmen lassen, ein bestimmtes Weibchen mitzunehmen, um sicherzugehen, dass ich mindestens eine wunderschöne große Dame später haben werde. Denn, Achtung, unpopular opinion, glaube ich, für mich sind die Spec Lowland mit die schönsten, wenn nicht sogar die schönste Poecilotherica, die es gibt. Ich finde die, ich habe die einmal in Adult gesehen, ich habe mich direkt verliebt. Ich finde die so unfassbar schön von der Zeichnung und der Farbe her. Die sind einfach toll. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt dieses wunderschöne Mädchen hier habe. Und wie ihr euch schon denken könnt, darf sie hier einziehen und das probieren wir jetzt mal. Übrigens möchte ich an der Stelle erwähnen, dass die kleine Dame somit die erste baumbewohnende Vogelspinne hier ist, die in unsere neuen
speziell angefertigten Glasbecken einziehen darf, die wir uns so zusammen gedacht haben, die ich euch mal vorgestellt habe. Die Einrichtung ist übrigens noch nicht hundertprozentig fertig. Ich hätte da gerne noch ein paar Äste und alles drin. Allerdings habe ich bei den letzten paar Spaziergängen tatsächlich nichts Passendes gefunden. Ich werde das an passender Stelle nachreichen. Und wir schauen jetzt erstmal, wie sie das findet. Ich habe den Deckel schon mal abgemacht und meinen berühmt-berüchtigten Einhornpinsel zur Hand. Ich glaube, sie ist ziemlich genervt von dem Aufenthalt in der Dose hier. Mal gucken, was sie sagt. Weil da ist eine Röhre. Vielleicht magst du da hingehen. Ja, wunderbar. Und Abmarsch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war schmerzfrei. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Haul-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft wie immer gerne eure Meinung zu den Neuzugängen unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr einen Favoriten, das dürft ihr auch gerne dazu schreiben. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich bald dazu komme, auch mal wieder andere Videos hier für den Kanal für euch zu produzieren. Ich habe unglaublich viel vorbereitet, was ich nur noch fertig drehen muss und schneiden muss und kommentieren muss. Aber mir fehlt tatsächlich leider aktuell einfach die Zeit dafür. Wenn ihr aber trotzdem mehr Content von uns sehen wollt und mehr von den Tieren sehen wollt und zufälligerweise die App TikTok benutzt, dann schaut doch gerne dort mal auf unserem Profil vorbei. Gleicher Name wie hier. Und da bin ich sehr aktiv, poste eigentlich recht regelmäßig kleine Clips, stelle Tiere vor, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, beantworte Fragen zu unseren Tieren. Es könnte den einen oder anderen sehr interessieren. Soll keine Werbung für die App sein, nur wenn ihr eh schon dort seid, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wie gesagt, da gibt es ganz viel von den Tieren zu sehen und ansonsten natürlich auch auf Instagram überall mit dem gleichen Namen zu finden. Aber ich freue mich natürlich auch einfach, wenn wir uns hier beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, passt gut auf eure Tiere auf. Und bis bald.